Crazy Junkie Games hier und ich melde mich aus der Welt von Lisa Simpson zurück, also Lisa, das dritte Kapitel aus Simpsons Hit 'n Run, und wir gehen jetzt in den Comicbuchladen, das Verlies der Androiden. Wollen wir mal sehen, was Lisa jetzt zu tun hat. Also Bart ist ja verschwunden und ich denke mal, wir müssen herausfinden, wo Bart hin ist. Ich muss meinen dämlichen Bruder finden. Hast du ihn gesehen? Ich kann jetzt nicht reden. Ich muss mir die letzte Kopie des neuen Itchy und Scratchy Abenteuer-Comics besorgen, in dem es den kontroversen Kuss zwischen den beiden gibt. Hilf mir und ich werde dir behilflich sein. Rennkönigin der Streber. Sei schneller als der Streber beim Itchy und Scratchy Laden. Hol den Comic zurück, ehe die Zeit abgelaufen ist. Ja gut. Hallo, Springfield! Volle Impulskraft! Ja, volle Impulskraft. Du, mein Freund, du fährst ja nicht mit einem Raumschiff. Okay, wäre ganz praktisch. So sind wir etwas schneller dann noch unterwegs, aber ich nehme jetzt hier die ganzen Abkürzungen, weil ich halt cool bin, ich weiß, wie es geht und ja. Lass bitte die Schranke... Oh, durchgefahren. Naja, ist auch eine Möglichkeit, ne? Ist zwar jetzt nicht die alltägliche... Version des, Fahrens. Durch Gegenstände durch. Kann man machen, muss man nicht. Hol den Itchy und Scratchy Comic, ja klar. Das nennt man Vorwärtsbewegung. Kannst du mich und Vollgas, aus dem Weg. Ruhe, ich muss dieses Comic in eine Müllertasche packen, bevor es zu einem fast Neuzustand verkommt. Aus dem Weg, ihr Penner. Los, geh von der Straße, Alte. Heilige Scheiße. Dankeschön, Dankeschön. Ja, die Missionen, die ich jetzt noch zu erledigen habe, sind jetzt recht leicht noch. Später, so ich sag mal, im sechsten Kapitel, es gibt 8, wird das Spiel dann, sag ich mal, ein bisschen anspruchsvoller. Dann kann es auch mal passieren, dass man mehrere Versuche braucht für eine Mission. Also 2 oder so. Jetzt wollen wir diesen Tintenschatz in sein Müller-Heiligtum versenken. Und was ist mit Bart? Ich hab dich gefragt, ob du ihn gesehen hast. Ich glaube, ich habe ihn in der neuesten Spielhölle gesehen. Ach, Videospiele, so eine Geldverschwendung. Oh, jetzt muss ich aber schnell online gehen, um 1000 Dollar für Itchy und Scratchy Maiskolbenhalter zu bieten. Das ist so einfach wie Pi 3,1415. Ja, genau. Fahrt zur Noseland Spielhölle. Ja, das können wir auch gerne machen. Mit Lisas Auto. Das Malibu Stacy Auto. K-Auto. Wie man es nennen will. Wir nehmen mal den lieben Wagen. Automaten mit. El Bato hat man da gerade gesehen, ja. Das sind diese Gegenstände, die man anmachen. Also, die man, mit denen man interagieren kann. Hallo Milhouse, du Kackvogel, du. Milhouse, war Bart hier? Ich habe ihn nicht gesehen. Hey, darf ich dich auf ein Joghurt-Eis einladen? Du darfst dir du willst doch nur Sex, mein Freund. Bart ist verschwunden. Du musst mir helfen, ihn zu finden. Er kennt doch Milhouse alle. Es ist ein versautes Schwein. Er liebt den Geruch des Ballkäfigs. Ballkäfig. Schnitzeljagd. Folg Milhouses Spuren und such Bart. Lass die Zeit nicht verstreichen. Jetzt ist die Zeit zum Handeln gekommen. Gib Gas! Fahr zu Wall-E Weasel. Sprich mit Milhouse. Milhouse, was machst du denn hier? Lisa, was für ein Zufall. Hey, hast du ein neues Kleid? Nein, ich trage dieses Kleid seit Jahren. Also, wo ist Bart? Bestimmt. Ich glaube, er ist im Planet Hype. Also, auf zum Planet Hype. Zack, Abkürzung runter. Zack, 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 zack. Zack, die nächste Abkürzung. Schraubenschlüssel noch mitnehmen, damit das Fahrzeug wieder rechts in Schuss ist. Da wäre noch einer gewesen, okay. Ja, beim Chinesen vorbei, den man hier rechts gesehen hat. Und sich von der Schranke hochheben lassen. Dankeschön.
Auf zum Planet Hype. Vollgas. Ja, dieses Auto ist schon etwas schneller. Hoppala. So. Ja, hallo nochmal, Milhaus. Oh, hi Lisa, schön dich hier zu treffen. Hör auf, mir zu Wie auch immer der ohne Auto schneller vor uns hier rein kann. Teilst du mit mir ein Kaugummi? Lecker. Zeit, richtig loszulegen. Fahr zum Springfield Ortsschild. Das können wir machen. Schnell geht es zum Ortsschild von Springfield. Aus dem Weg! Ach, da war doch dieser, Jimbo heißt er, meine ich doch. Der Typ, der eine Schläger da mit seiner ollen lilanen Wollmütze. Pass doch auf, wo du fährst! Ja, ja, ja. Krusty Land Studios. An deiner Stelle würde ich aus der Bahn gehen! Hallo! So. Wahrscheinlich will Milhouse uns verarschen, also werfen wir uns, werfen wir ihn hier in den Wasserfall. Los, werf ihn rein! Oh, schade. Du meine Güte, hast du heute eine schicke Frisur. Milhouse, hast du Bart gesehen oder nicht? Lisa, hast du schon einen Partner für den Erntedankfest-Tanz? Das ist kein guter Zeitpunkt. Es ist nie der richtige Zeitpunkt. Bart hat immer beim Quickie-Mart rumgehangen. Vielleicht hat Apu ihn gesehen. Auf zu Apu! Naja, wir haben eine Mission erfüllt. Man kann auch fremde Autos klauen, ja. Aber, naja, das eigene ist immer noch das Schönste. So, Hallöchen. Naja, wollen wir mal zum Krusty Burger fahren? Was macht das jetzt für einen Sinn? Ich sag grad, Bart ist auf meinem Quickie-Markt. Und ich möchte nachgucken, ob Apu weiß, wo er ist und... Sie fährt zum Krusty Burger. Interessant. Die Logik muss man erstmal verstehen. Das ist genial. Überlegt euch das mal. Ja. Man darf durch eine Baustelle fahren. Oh, meine Frisur. Ja, ganz toll. Mit der Frisur kannst du Leute aufstechen. Schraubenschlüssel, Dankeschön. Moin Apu. Ja, Apu werden wir auch noch in einem Kapitel spielen. Das ist ein recht cooles Kapitel, weil ich fand das immer recht cool, weil der Wagen ist ganz cool und Apu ist einfach witzig. Ach, es ist furchtbar. Ach, es ist furchtbar. Dieser Mensch versorgt alle Krusty Burger mit überfahrenen Tieren. Dadurch sind die billiger als meine Quickie-Würste. Freudenfeuer der Seekühe. Hilf Apu im Kampf gegen die Fleischfresser, Ramklites Laster und sammel das Fleisch ein, ehe die Zeit abgelaufen ist. Ich sollte mich lieber beeilen. Als ich das letzte Mal meinen Laden verlassen habe, haben Raudis Pornografie in die Hochzeitsmagazine gebracht. Moin Klites. 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 300 Pferde voller Stärke. Oh nein, jetzt geht die Post. Danke, Klites. Komm, das sage ich jetzt noch 12 Mal. Macht das Burger King Mac ist wahrscheinlich auch. Ja, selbstverständlich fallen wir runter. Ja. Friss mein Pickup, du Stadtbewohner. Jetzt gib mir doch Fleisch, dankeschön. Gib mir mehr davon. Dankeschön. Es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, diese Mission, weil niemals würde Lisa Apu helfen. Ja, ich war gerade in dem Auto von Klites. Man merkt schon, dass das Spiel ein paar Fehler hat. Okay, kleine Kinder freuen sich über diese netten Bugs. Ich finde das natürlich witzig, wenn auf einmal das Auto in dem anderen Auto ist, also in dem Pickup.
Dankeschön. Dankeschön. Das ist nicht gut für meine Versicherung. Dankeschön. Ups. So, und den letzten... Dankeschön. Fahr zum Observatorium. Aber Bart ist immer noch verschollen und ich bin kein Stück weitergekommen. Das ist eigentlich mein Lieblingswagen in dem ganzen Spiel. Der von Apus. Geiles Muscle Car. Geht gut ab. Okay, die Farbe ist gewöhnungsbedürftig. Ja, ich streite mich jetzt schon darüber, welcher Wagen am coolsten ist. Sieht auch so realistisch und so. Wie auch immer. Also, Observatorium ist dann nun auch erreicht. Ich glaube, da müssen wir jetzt mit Professor Freak reden. Wenn ich mich nicht irre. Geh in das Observatorium, mein Gott. Ah ja, Restricted hier. Gab es eine witzige Stelle? Alarm. Stiller Alarm aktiviert. Ja, man kann jetzt zum Teil wieder missbauen. Ja, man kann den Affen teleportieren, genau. Beamen. Man muss echt mal auf den Namen achten von dem Gerät. Frinkiac 7 Computer. Und der kann auch irgendwas. Oder der konnte mal was. Keine Ahnung. Moinsen! Professor Frink! Professor Frink! Mein Bruder Bart ist verschwunden. Haben Sie ihn gesehen? Lass mich überlegen. Bart hat mir geholfen, ein Monster zu bauen, dann ist er in einem grellen Licht verschwunden. Oh, es ist verrückt. Ich muss mit jemandem reden, der gebildet und weise ist. Weiß zwar jetzt nicht, weswegen Mission erfüllt, aber gut. Sprich mit Grandpa. Gebildet und weise. Ob Grandpa gebildet ist, weise ist auch so eine Sache, aber naja. Im Simpson-Universum wird sonst keiner da sein. Was macht denn der hier? Egal. Doch, die, wie heißt der denn? Die Katzenlady, die mir mit den Katzen wirft. Grandpa? Kannst du mir helfen, Bart zu finden? Nein. Er ist verschwunden. Vielleicht bin ich nur ein seniler alter Mann. Aber Barts lustige rote Mütze ist aus dem schwarzen Wagen gefallen. Wow, Grandpa. Danke für den Tipp. Damit hast du bewiesen, dass Senioren doch noch wertvolle Mitglieder der Gesellschaft sind. Ich glaube, meine Milchzähne wachsen nach. Darum musste ich die Krankenschwester beißen. Ich werde ein größeres Fahrzeug brauchen, um diesen Wagen aus dem Verkehr zu ziehen. Zum Beispiel den Schulbus. Ja, jetzt kommt das. Für 300 Münzen sollen wir uns von Otto im Camp Krusty den Schulbus kaufen. Interessante Sache, ja. Aber das Geld haben wir ja. Wir haben ja im ersten Kapitel schön gesammelt. Also das Geld ist eigentlich nur für Kleidung und dann eigentlich nur für unnötigen Scheiß. Also für extra Autos und so. Aber die braucht man eigentlich nicht. Nee. Würden Sie mich bitte so kann ich ja den Wagen jetzt erstmal nehmen. Ich muss ja erstmal da hinkommen. Nee, ich muss rückwärts fahren. Das ist ja hier vorne gleich, stimmt ja. Moin. Tachchen. So, wir können ja mal gerade, da ich das weiß, hier mal die lieben, netten Bienchen. Okay. Geld kann nie schaden. Stirb. So. Moin, Gefährte. Gleichgesinnte. Nein. So, Otto, dann verkauf uns doch mal deinen Schulbus. Otto, ich weiß, ich bin noch etwas. Was macht zu jung, Lisa jetzt? Hat sie gerade. Hey, ich habe keine Drogen. Ihr Intimbereich Otto klar, gezeigt. Die habe ich alle selbst gegessen. Aber hast du was dagegen, wenn ich mir deinen Schulbus ausleihe? Oh ja, na klar, cool. Mach mir einen guten Preis und der gehört dir. Ah ja. Na gut. Schulbus, Statistik, Robustheit, volle Pulle. Also das Ding geht fast nicht kaputt und wenn du damit jemanden rammst, dann viel Spaß. Und das Spiel ist abgestürzt. Ist eine Möglichkeit. Wartet mal.